Ja, noch ein kleiner Nachtrag zu dem oben verlinkten Video, zu den Drop-Two-Akkorden. In dem Video werden halt erstmal die Voicings gezeigt, also zum Beispiel hier auf der A-Seite beginnt. Und dann die erste Umkehrung. Alles C-Dur im Drop-Two-Voicing durch die Umkehrung. Das kann man natürlich auf allen Seiten üben. Oder auf den tiefen Seiten. Ah, da muss ich nur üben. So, und jetzt schlägt der Mensch vor, man soll diese Akkorde durch den Quintenzirkel üben. Also immer eine Quart höher denken. Von C-Dur, eine Quart höher wäre F-Dur. Ein Ton bleibt dabei immer gleich beim Wechseln. So, nach F-Dur kommt B-Dur. Nach B-Dur kommt S-Dur. Und das hat aber eher so einen intellektuellen Wert, weil ich, wenn ich Musik mache, nicht irgendwie Akkorde durch den Quintenzirkel verschiebe als Nicht-Jazzer. Und da habe ich mir jetzt was Eigenes überlegt, nämlich Tonleiterharmonisation. Wenn ich auf den Tönen von C-Dur, das sind also von der C-Dur-Tonleiter, C, D, E, F, G, A, H, C, jeweils drei Klänge drauf baue, dann komme ich bei C auf C, E, G ist ein Dur-Dreiklang. Wenn ich auf D Terzen schichte, komme ich auf D-Moll, E-Moll, F-Dur, G-Dur, A-Moll. Okay, H ist so ein verminderter, H, D, F und wieder C-Dur. Das war jetzt in der Grundstellung verschoben. Und ich kann jetzt diese Tonleiterharmonisation mit den Drop-Two-Akkorden spielen. Also das wäre dieses Voicing. Ich fange mal auf der A-Seite an. Jetzt D-Moll wäre dieser hier. A-Moll, den H vermindert spiele ich ein bisschen anders. Und zwar interpretiere ich den als ein G7 mit Terz und Bass. Hier, also A-Moll, A-C, nee, A-E-C. Und jetzt H-G-D. Bin ich wieder da. So, und damit kann ich jetzt Melodien spielen, weil ich halt oben, also oben habe ich dann den Melodieton. Vom Höreindruck bin ich, dass diese Drop-Two-Akkorde einfach anders klingen, als man sie normalerweise als Gitarrist spielen würde. Und wenn man jetzt noch ganz heftig drauf ist, dann kann ich bei dieser Tonleiterharmonisation, also wenn ich jetzt C-Dur, D-Moll, E-Moll, F-Dur spiele, vor jedem neuen Akkord immer noch eine Zwischendominante spielen. Also anstatt C-Dur auf D-Moll kann ich mir überlegen, was ist denn die Dominante zu D-Moll? Das wäre A-Dur. Und dann spiele ich halt auch im Drop-Two-Voicing noch ein A vor dem D. So, bevor ich jetzt zum E-Moll gehe, spiele ich da ein H.
So, bevor ich zum F gehe, spiele ich noch ein C-Dur da rein. Ja, auf die Art und Weise kann ich halt ganz interessant begleiten, vor allen Dingen, wenn man im Duo spielt, wo ein bisschen Platz ist, man vielleicht eine Sängerin begleitet oder so. Ja, all das, was ich gerade gezeigt habe, war weitestgehend mit dem, also auf der A-Seite beginnt. Den ganzen Kram muss man jetzt aber noch üben auf der nächsten Seite. Und so weiter. Und die Zwischendominanten. Und am besten noch durch den Quintenzirkel. Das ist echt eine Menge Arbeit. Hat aber den Vorteil, dass man dabei wahnsinnig genau sein Griffbrett kennenlernt und genau weiß, wo welche Töne sind und welche Töne zu welchem Akkord gehören. Puh, ein langer Weg.